So, herzlich willkommen zu meinem TV Ferrari Special. Mach das, muss ich einfach jetzt die Wiederholung aufnehmen, weil das Rennen echt geil war. So hätte es können laufen, aber davor aus Indien war anscheinend das Auto anscheinend zu langsam. Denn hier mit selben Setup und alles gleich, nur im Ferrari bin ich unterwegs mit Felipe Massa. Von, ich habe nur auf Rennen eingestellt, da startet man automatisch vom P12. Vielleicht da ist Massa so eingestuft. Hier sehen wir Rosberg auf der Pole. Alonso 3, glaube ich, ja. Und Hamilton müsste auf der 2, glaube ich, sein. Schumi auf der 4. Und da geht's auch schon los. Da sind wir. Ja, ein bisschen zwischen den Kameras rumschwenken. Da war ein Sauber, der sich gedreht hat. Aber ich glaube nicht wegen uns, oder? Und dann hier zwischen den beiden Lotus durch. Unglaublich, ja. Das hat schon mal gut begonnen. Ja, fahren wir gleich einmal von der TV-Ansicht außen. Ja, da schaut ihr ein bisschen durch. Erste Runde hier. Ja, da war die KI plötzlich okay im Vergleich zum anderen Rennen. Also so ein geiles Rennen wie hatte ich eigentlich noch nie. Muss ich auch gleich einmal vorn wegnehmen, ohne hier irgendwas zu spoilern. Aber das Rennen an sich war einfach geil. Ah, Verzerrung F6. Oder? Ah, F6. Dass wir das wegbringen. Aber vorne sind beide Red Bull, dann unser Teamkollege. Geh mal in die T-Cam. Ja, hier kämpft Vettel gegen Weber. Da kommt man fast auf den Teppich. Da muss ich einmal zurückspulen. Da ist Vettel einmal ganz rausgekommen und ist dann nicht mehr reingefahren. Ist fast draußen gestanden. Ja, da kann... Klingt jetzt lustig, aber da kann Vettel in dem Sinne nichts dafür. Da ist er so programmiert worden. Fand ich ein bisschen unfair, deswegen habe ich ihm noch einmal eine Rückblende gegönnt. So, wie jetzt, zwar zieht ihr leider die Ergebnisse nicht genau. Tier, oh, kleine. Ich glaube, da hatte Schumacher irgendeinen Auffahrunfall oder irgendwas. Da ist er plötzlich ausgefallen, schade. Kommt vor. Ich glaube, Runde 2 sind wir, wenn mich alles täuscht. Ah, Vettel hinter uns, Weber vor uns. Ja, noch zur Info, es ist wieder ein 25-Runden-Rennen, also komplett gleich wie in der Saison eigentlich, kann man sagen. Schauen wir mal hier von der Cockpit-Perspektive. Jetzt von außen hier beim Überholmanöver. Ah, da schwenkt die Kamera leider blöd um, aber okay. Wie gesagt, wir mit Massa unterwegs. Ja, das wird dann in der Saison sicher ein Ziel, eine Saison mit dem zweiten Ferrari hier zu fahren. Ich habe mir vorgenommen, dass wir dann vielleicht auch, ja, aber vielleicht nach Red Bull und McLaren wäre auch noch geil zu fahren, aber das wären dann vielleicht so viele Saisonen, aber zumindest nach Red Bull, wenn wir noch von Ferrari auch wieder ein Angebot bekommen würden, könnte man ja so fahren, dass man auch hier quasi als mehr oder weniger Wasserträger für Alonso fährt, wenn man schon, also wenn man zumindest hinter ihm ist, dass man dann hier mit der Stalle oder quasi, dass man ihn nicht überholen darf. Außer wir sind hier, es ist ein Auto zwischen uns, dann ist klar, dann kann man hier fahren, wie wir wollen. Das ist einmal das kleine Ziel für uns. Vielleicht können wir es ja trotzdem schaffen, dass wir vor ihm Weltmeister werden oder zumindest vor ihm platziert sind.
So, schauen wir da rein. Ja gut, erstes Drittel jetzt bis zum Boxenstopp ist vielleicht nicht ganz so aufregend, aber danach wird es dann noch besser. So, Rosberg wurde hier schon zurück auf die 3, glaube ich, verdrängt, aber Hamilton und Alonso schon überholt. Ja, und warum hier keine DS-Zone ist, wissen Sie wahrscheinlich selber nicht. Auch in Kanada, glaube ich, war das auf der Stadt Ziel, dann war eigentlich die zweite ist, glaube ich, oder? Da war ja auch keine. Aber hier ist sie mal definitiv nicht. Verstehe ich eigentlich nicht, aber bitte. So, DS, jetzt sind wir schon in der vierten Runde, glaube ich, dann, oder so? Weiß leider nicht genau. Aber DS müsste schon kommen bald. Wie gesagt, wer es will, kann sich anschauen hier, das TV Ferrari Special. Hier schon der erste Versuch. Da wollen wir natürlich nichts riskieren, keine Strafe oder sonst irgendwas. Ja, Ferrari dann Karrieremodus, das wäre sicher geil. Ich weiß nicht, ob die KI hier anders eingestellt ist, hier im schnellen Rennen, als wie in der Karriere, keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn man dann eine Ferrari fährt, müsste es doch halbwegs passen, glaube ich auch, oder? Da wäre nichts oder Riesenunterschied jetzt dann sein. Das müsste, glaube ich, schon gleich sein, vor allem, wenn man die Stärke einstellt. Ja, hier passt es wieder optimal eigentlich, zumindest im Rennen. Ich weiß nicht, ob das in der Karriere geht, dass man nur Rennen einstellt, aber ich glaube nicht, oder? Das muss man ja, glaube ich, fahren wegen den Tests und so, oder? Aber eventuell muss man sich das anschauen, wenn es geht, ob dann vielleicht wird das mit der KI das besser ist. So, hier haben wir, glaube ich, gerade umgestellt auf, sieht man das in der Cockpit-Perspektive. Mittelstellung, ist das der untere Knopf? Wegen dem Magergemisch, Grip, nein, der maximal Boost. Da müssen wir schauen, wenn wir wieder umstellen innen, was für einen Hebel er da bewegt und ob sich der auch optisch verändert. Ja, da werden wir dann schauen, wenn wir in die Box reinfahren, da sehen wir uns auf jeden Fall. Ja, wir kommen in Runde 6 und Alonso, der natürlich der Einserfahrer ist, darf sich das aussuchen und kann eine Runde länger bleiben. Ja, wie das Ganze ausgeht, werden wir bald sehen. Jetzt sind wir mal hinter ihm, wir haben ein bisschen vier von Fett auf Starner zurückdrehen. Deswegen sind wir jetzt nicht mehr schneller, sondern wir ungefähr gleich schnell. Es ist einfach hier wieder komplett gegenteilig zum Karriererennen, muss man sagen. Gut, die Reste war 17. Ich habe jetzt leider auf die Rundenzeit nicht geschaut, aber vielleicht waren wir da gleich schnell wie er und alle anderen waren einfach schneller wie wir. Und die waren einfach im Force India mehr oder weniger unterlegen. Es ist so und könnte ja durchaus möglich sein. Also es muss ich meine Kritik wieder ein bisschen zurückschrauben? Weil das Rennen ist einfach der Hammer gewesen im Vergleich zum vorigen. Ja, hier, dritter Platz hinter dem Teamkollegen, hinter Alonso. Ja, besser geht's ja eigentlich nicht von der Spannung her und überhaupt. Ah, hier leicht neben der Spur, aber das war nur das eine oder andere Zehntel. Schön. Langsam müssen wir, glaube ich, in die Boxenstoppphase kommen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon reinfahre. Wir werden mal wieder sicherheitshalber dann jetzt reingehen. Ja, hier Rosberg hinter uns. Ja, lässt er gar nicht abreißen. Das habe ich gar nicht so wirklich mitbekommen. So, jetzt gehen wir mal rein, falls er dann umschaltet. Wir wollen ja schauen wegen dem Spritverbrauch, ob er da irgendwas, aber ich glaube eine Runde bin, oder? Weil ich war da etwas näher. Leichte Verbremsung. Ja. Mal schauen, ob ich jetzt... Da drehe ich wieder. Ah, da ist es. Max auf Stufe 3. Aha. Ja, das könnte sein. 1, 2, 3 wahrscheinlich, obwohl hier 12 Stufen sind. Aber ich glaube, das könnte sein. Stufe 3. Für den Spritverbrauch. Man müsste dann theoretisch auf 1 drehen, wenn wir reinfahren. So, jetzt sind wir ein bisschen weg. Jetzt schauen wir wieder mal von der... Wenn wir es finden, TV-Ansicht. Ah, hinten Weber, glaube ich, hinter Rosberg.
zu sehen. Ja, ihr ganz vergessen, ist ja ein TV-Special und kein Onboard-Special. Ja. Aber doch, alle innerhalb von einer Sekunde. Es tut sich zwar nicht wirklich viel, aber... So, normaler Rennspeed hier, Alonso, dann wieder ein bisschen langsamer. Ja, was? Können wir das nützen? Jetzt ist er wieder auf Speed und... Wir sind außen und... Nicht vorbei. Nein, wir sind innen. Ja, jetzt glaube ich kommt, jetzt fahren wir glaube ich in die Box, das müsste jetzt Runde 6 sein. So, jetzt werden wir nach innen schauen, ob wir da... Ah, da habe ich schon auf 2 gedreht, ja, das, dann ist das 1, 2, 3, okay. Dann sind die 12 Stunden, die 12 Stufen dann nur zum Spaß hier. Und aufpassen hier, ja, da hat uns sogar ein bisschen was gekostet. So rein, ein bisschen im Drift. Ah, jetzt sehen wir es nicht. Eieieiei. So, Reifenwechsel. Rosberg auch drin hier vor uns. Raus geht's. Ja, auf einmal der Motorsound weg, ja, nett wieder hier. Nett gemacht vom Spiel, Motorsound. Komplett leise. Oder höre nur ich nicht. Aha, ich habe keinen Motorsound mehr. Na super. Ich hoffe, das ist jetzt im Replay nicht so. Also in der Aufnahme. Naja. Aha, das von der Länge her könnte sich ausgehen, dass alles drauf ist. Jetzt ist mal die entscheidende Runde hier. Ja, könnte eine Art Soundbug sein, ein kleiner. Und das gerade jetzt in unserer Wiederholung, naja. Schalten, alles andere hört man auch. Ja, man hört auch alle anderen, nur uns hört man selber nicht. Na, schauen wir vor Ort, haben wir ein bisschen mehr Motorgeräusche von den anderen zumindest, falls man es nicht hört. Verzeihung. So, hier, vor Weber und da kommt Massa. Ja, da haben wir gar nicht viel verloren, unsere kalten Reifen zum Glück. Aber eher jetzt, oder wird schon eng jetzt. Können wir die Chance nützen und dann Alonso vorbeigeben, denn jetzt haben wir ja noch keine Stahlader, aber wir werden jetzt natürlich keine grobe Aktion starten, das sicher auch nicht. Schauen wir mal, wen die heiteren Reifen eher liegen. Und da geht der Flügel auf. Ja, aber da sind wir wohl nicht ganz nahe genug dran, oder? Da kommt der Versuch. Und wir sind vorbei. Ist sich doch gerade ausgegangen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, alle anderen Autos hört man, außer meins, zumindest ich höre ihn nicht. Ja, da hinten Senna, glaube ich, aber der war noch nicht in der Box, oder? Denn hinter Alonso müsste ja Weber dann unterwegs sein. Ja, hier schon mal wieder ein leichter Verbremser von uns.
Ah, es war Unterfelitz rein. Okay, da ist dann Weber und hinter ihm direkt Rosberg. Da hat ihn Weber anscheinend irgendwie mit der Boxenstrategie ein bisschen ausgetrickst. Von der Pole auf die 5, ja, Rosberg im Rennspeed. Ja, ist eher auch realistisch, muss man sagen. Hat einen im Rennspeed über die Distanz nicht so gut unterwegs. Zwar schon noch immer sehr gut unterwegs natürlich, aber da fehlt ihm die eine oder andere Zehntel dann über die Distanz doch. Ja, wir fahren hier mal in der TV-Ansicht weiter, denn ohne Sound ist dann sowieso innen uninteressant. So, kann Alonso dranbleiben an uns? Wie schaut's aus? Ja, komplett umgekehrt im Vergleich zum vorigen Rennen mit dem Force India der Karriere. Da bin ich noch mal gespannt, wenn ich hier mit dem Red Bull oder mit einem der Top 3 Autos zumindest unterwegs bin in der Karriere, wie das dann hier wirklich ausschaut. Im Speziellen hier auf der Strecke. So, Hamilton müsste vor uns sein auf der 1 und wir ja aktuell hier auf der 2. Da vorne ist er auch. Ja, kann man da ran oder nicht? Das wird natürlich schwer. Wir waren schon ungefähr jetzt eigentlich über die Distanz hier ungefähr gleich schnell wie Alonso. Wir sind zwar rangekommen und jetzt vorbeigekommen sogar. Aber viel schneller sind wir nicht, vor allem mit den kleinen Fehlern. Ja, es wird schwer. Ich glaube, Hamilton wird schwer. Denn wir werden wir wohl nicht hier einholen können. Ja, hier beide Ferraris. Das wäre natürlich hier in der Karriere auch extrem geil, wenn wir hier so immer ums Podium fahren. Mit dem Teamkollegen auch. Ja, und dann hier in dem Fall in der letzten Runde müsste man ihn vielleicht vorbeilassen. Wegen der Stallorder von Stefano Domenicali. Das wird wohl in unserem Vertrag da das Klausel drinstehen. Aus Bedingung. Dass wir, wenn es ist, im Rennen und Alonso hinter uns ist, dass wir ihn vorbeilassen müssen. Oder wenn wir hinter ihm sind, dass wir ihn nicht attackieren. Ja, Alonso ist da und er ist auch definitiv jetzt, glaube ich, in der DS-Zone drin, oder? Obwohl wir hier relativ gut unterwegs sind, aber Alonso konnte auch wieder ein bisschen zulegen mit den Reifen, jetzt wo er warm ist anscheinend. Ja, die Fahrenstellung ist hier nicht allzu gut und da traut er sich noch nicht. Aber er ist da. Ja, wir müssen uns hier eher nach hinten als nach vorne zu Hamilton orientieren, denn Alonso... Hier sieht man es wieder mal im Rennspeed, wenn der Reifen jetzt wieder warm ist nach dem Boxenstopp. Top unterwegs. Auch wenn er nicht das allerbeste Auto hat. Aber natürlich eins der besten. Ist er hier vom Rennspeed eindeutig ganz vorne mit dabei, wenn nicht ganz vorne. Ja, und da ist er. Ganz knapp dran an uns hier. Weber, Rosberg, ja. Ja, aber Rosberg, muss ich mich fast korrigieren hier, bleibt dran, Weber, also gut überholt hat er nicht. Aber vielleicht kann er hier in der DS-Zone mit seinem Mercedes dranbleiben dann auf der Geraden, dass er gerade immer drin bleibt in der DS-Zone und hier nicht abreißen lassen muss. Und dann nach hinten schaut schon wieder traurig aus, glaube ich. Da ist weit nichts. Ja, Vettel, der müsste dann eigentlich hinter Rosberg faschen kommen, oder? Aber den sehen wir leider nicht. So, wie jetzt am Alexis Duell hier auf der DS-Zonengerade. Oh, da hängt er uns aber auf mächtigen Betrieb, Alonso. Und jetzt, ah, da kommt er ein bisschen unruhig raus. Aber wird uns wohl jetzt attackieren, glaube ich. Da ist er schon. Oh, da hat er den ersten Versuch hier etwas abbrechen müssen und... Da ist er neben uns und ja. Ja, da machen wir natürlich nicht das Leben allzu schwer, ist klar. Auch wenn wir jetzt noch nicht hier auf Stahl oder sind, aber... Ja, und so schnell geht's und Weber ist da hinten schon da mit Rosberg. Nahezu. Ja, und hinter denen sehen wir nicht wirklich viel. So, können wir hier den Konter starten, hier natürlich die S-Zone. Wenn die jetzt noch wäre hier, so wie es sein sollte, hätte Alonso den Flügel offen und wir hätten hier keine Chance zum Kontern. So wird das Ganze auch ein bisschen verfälscht hier.
Ja, zumindest ist er hier, was ich mir erinnern kann, ziemlich gut auf der Bremse. Da muss man schon wirklich top dran sein, um hier ein Manöver zu versuchen. Und Weber plötzlich hier da. Ja, so schnell geht's. Und hier Rosberg, sehen wir noch einen hinten. Da kommt, ja, das ist gleich Vettel hin, aber noch kurz gesehen im Hintergrund. Nur zur Berichtigung. Ja, da hat er ein bisschen verloren, Vettel, in der Boxenstoppphase anscheinend. Ja, vielleicht hat er auch ein leichtes Problem gehabt irgendwo wieder. So, jetzt heißt mal hier dranbleiben an Alonso. Ja, solange wir hier in der DS-Zone drin sind, jetzt hier ein bisschen mit Kers, glaube ich, habe ich hier gearbeitet. Ja, Rosberg, Weber, alle da. Ja, da kann auch alles passieren. Ja, mit der Ferrari die Karriere, das wird dann sicher geil. Oder auch mit Red Bull natürlich. Aber Ferrari möchte ich schon eine Saison fahren auch. Das wäre wirklich... Da müssen wir zwar Massa hier verdrängen. Aber wenn ich hier nur dieses Rennen sehe... Das würde auf jeden Fall Spaß machen hier. Ja, das wird mein Ziel sein für die Karriere hier. Eine Saison bei Ferrari. Im Idealfall, wenn die Angebote stimmen, vielleicht vorher eine Saison mit Red Bull, dass man hier wirklich fahren kann, wie man will. Obwohl ich hier natürlich gegen Vettel mit der Stahl oder vielleicht... Oh, da bricht das Auto hinten leicht aus. Ist natürlich auch so eine Sache. Gut, kommt dann davon, wie er sich in der Saison schlägt, ob man da vorne dabei ist oder nicht. Gibt natürlich auch sicher für Alonso, aber zum Abschluss dann mit Ferrari wäre schon geil, aber ihr natürlich vorher von Ferrari ein Angebot bekommen und von Red Bull zum Beispiel nicht, aber das natürlich auch nützen, ist auch klar. Oder auch das von McLaren natürlich. Das werden wir dann aber sehen. Ja, leider sieht man die Infos von den Runden her nicht. Man sieht auch keine Boxen Tafel raushalten auf der Startziel oder so. Dass man hier in der Wiederholung irgendeine Info hat. Ich hoffe, die Wiederholung geht sich überhaupt aus bis zum Schluss. Das wäre jetzt doch eine Blamage. Oh. Ja, da... die geht nicht mehr allzu lang. Ich hoffe nur, dass... Geht sich noch aus. Ja, hier, ja, hier im Drift vorbei links an Alonso. Da habe ich genau gewusst, soll links oder rechts. Ja, meines Erinnerungs nach müsste das eh schon fast die vorletzte Runde oder so in der Gegend sein. Habe ich nicht mitgezählt, 14 sind es, aber das könnte die 12. sein oder 13. Ich weiß nicht genau. Ah, es könnte aber durchaus sein. Ich hoffe nur die Wiederholung. Ja, könnte durchaus, könnte sich aber durchaus ausgehen, wenn es ja noch maximal 2 Runden sind, glaube ich. Ja, hier leichter Vorsprung auf Alonso. Jetzt zählt es viel natürlich, dass er hier wieder reinkommt. Ja, Rosberg auch noch top da. Hinten Vettel sehen wir wieder. Nein, sehen wir diesmal nicht. Da hat er wieder ein bisschen abgerissen anscheinend. Ja, aber hier alle dabei, Alonso hinten, Weber und Rosberg auch. Nach seiner Pole ist er sich enttäuscht hinten. Ja, ist Fünfter ist schon enttäuschend. Da will er sicher mindestens aufs Treppchen kommen, wenn er schon auf der Pole steht. Gut, wir sind auch noch dabei, also theoretisch wäre er Vierter. Wir sind ja auch von 12 gekommen. So, jetzt, ich glaube, es könnte die letzte Runde sein, bin mir nicht ganz sicher. Da würde jetzt Alonso alles dran setzen, hier nochmal vorbeizugehen an uns. Ja, da kommt er auch schon mit Flügel offen, glaube ich. Wir probieren es mal auf der rechten Seite zuzumachen. Und da ist er schon. So, ich glaube, hier müsste ich noch einmal eine Überholmanöver probieren, wenn mich da alles täuscht. Oh, ja, hinten dran, oh, ganz gefährlich. In die Rechtsreihen hier, nebeneinander.
Wo ist Alonso? Da kommt er und ja, da bleibt er beinhart auf der Linie. Zieht er gegen uns durch. Ohne Rücksicht auf Verluste. Da ist er auf der Linie geblieben. Das gefällt mir. Und jetzt, oh, Weber hängt uns auch im Getriebe hinten. Da müssen wir ein bisschen nach außen fahren. Denn sonst hätte er uns hinten sicher den Flügel abgefahren, also seinen eigenen. So, und das war das Rennen. Das war das Rennen. Ja, hier sehen wir nochmal das Ergebnis. Räikkönen 8 dort diesmal in den Punkten gewesen. Schumacher ausgefallen, Hülkenberg und Grosjean. Ja, irgendwer fährt sich da immer in den Flügel ab. Schnellste Runde 41,5 von uns. Ja, diesmal auch die schnellste Runde. Ja, das war einmal in der, mit der DS-Zone auch. Ja, aber hier haben wir die Runde geschafft. 41,9, ja, auch die KI ist hier gleich schnell gefahren. Ja, es ist an Force India gelegen, muss man sagen. Schau mal, Boldi Resta hier 14. mit 44,2. Ja, das stimmt eigentlich. Ja. Stimmt eigentlich. Ja, Hülkenberg, unser Auto, ausgefallen leider hier. Da sehen wir nicht, wie schnell er gefahren ist. Ah, Boldi Resta in 44,2. Ja, das könnte dann stimmen, wenn wir hinten... Na, wären wir normal auf 13, 14, 15 mit unserer Rundenzeit auch gewesen. Auch Ketterheim hier, Kobelinen, 44,7 auf der 13. Achso, die Rest ist vielleicht hinter ihm gehängt, deswegen hat er keine schnellere Runde zusammengebracht. Scheurig während der Rossmann 43,3 war der Auge auch schneller wie wir im Rennen der Karriere. Ja, also voll, so viel einmal zum kurzen TV-Special. Auch wenn hier leider zum Schluss der Ton ausgefallen ist, ich hoffe, das hat auch den einen oder anderen gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Rennen. Ciao, ciao.